Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Schnipsel. Herzlich willkommen zu einem neuen Schnipsel. Ja, wir wollen euch was mitteilen. Und zwar am Samstag, den 25.05. ist hier bei uns in Lietzdorf das Lietzdorfer Dorffest. Genau, Lietzdorfer Dorffest. Und da sind wir nämlich am Start. Und zwar haben wir uns überlegt, weil immer wieder viele fragen, wann können wir euch mal treffen und Zuschauer treffen und hin und her. Ist ja gar nicht so leicht oder zu organisieren sowas. Und weil die Leute wollen verpflegt werden, die Leute, weiß nicht, ist ja nicht nur damit getan, dass einmal hier, ne, Handshake, sondern so, das muss sich auch ein bisschen lohnen. Und da haben wir uns überlegt, das Lietzdorfer Dorffest, was jetzt, wie gesagt, stattfindet am Samstag, das eignet sich ganz geil, weil da gibt's Trecker. Nicht nur unsere beiden, weil unsere beiden Trecker inklusive Säge und Spalter sind am Start. Ob es bis dahin funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wir versuchen unser Bestes. Ja, ja doch, wir sind fleißig dabei. Die Instagramer wissen vielleicht, also wie gesagt, Instagram folgen, Schwitters und Mr. Otto-Motovlogs. Die wissen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Bescheid. Wir sind aktuell gerade voll im Gange und sorgen dafür, dass das Ganze bis dahin läuft, weil wir wollen nämlich auch, wenn gewünscht, so ein bisschen Show spalten, Show sägen. Ja, einfach mal ein bisschen nah dran sein, mal gucken, wie die Technik so läuft, wenn sie dann läuft. Genau. Ja, wenn sie dann läuft, ja. Nein, also sie wird laufen. Also sonst würden wir das ja jetzt nicht machen. Nee, richtig. Ja. Sie wird laufen, wir werden Anhänger voll Holz damit hinnehmen. Nichts Wildes, aber wir freuen uns eigentlich auf den Smalltalk mit den Leuten, die kommen. Genau. Ja? Einfach zum Anfassen mal. Ne? Hier mal persönliche Worte wechseln. Ein bisschen quatschen, ein bisschen gucken. Genau, ein bisschen schnacken. Mal den Trecker angucken, mal uns angucken. mal ein bisschen schnacken mit uns. Wir sind auf jeden Fall da. Ich bin zwar nebenbei arbeiten, aber ich arbeite nebenan quasi. Und das heißt, ich habe mit meiner Chefin gesprochen, die boxt mich da so ein bisschen frei, dass ich auf jeden Fall an zwei Terminen auf jeden Fall am Start bin. Sonst kann eigentlich auch jeder mit mir schnacken, weil ich bin ja eh da. Ja, du auch, du rennst da auch rum. Und auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir um 12 Uhr und um 14.30 Uhr jeweils eine Vorführung bzw. einen Treff machen, wo wir auf jeden Fall mit bei unseren Schleppern stehen. Das Ganze mal, wenn gewünscht, mal ein Stück Holz da durchjagen. Wir nehmen so einen Gummiwagen mit ein bisschen Holz drauf, dann können wir das vor Ort da mal ein bisschen sägen, spalten, schleifen. Genau. Wir müssen natürlich abhängig davon, wie der Wind ist, wie die Wetterlage ist. Klar, wir wollen da niemanden zustauben und so weiter. Ja, genau. Müssen wir, glaube ich, gerade mit der Säge und so weiter, mit dem Sägespänen dann in den Augen von Kindern und so weiter. Das geht nicht. Ist lageabhängig. Ja. Also, ne, wir versprechen das nicht, aber wenn es geht, dann geht's. Ne? Genau, wir versuchen es zu realisieren. Spalten sollte eher machbar sein wie Sägen. Sägen muss wirklich windstill sein oder so, oder der Wind günstig stehen. Das ist halt so. Wir wollen halt nicht dem Eismann nebenan da die Bude vollstauben. Das funktioniert natürlich nicht. Aber bitte Eis mit Sägespäne, bitte. Mit hier Streusel. Streusel. Das ist natürlich klar, aber wie gesagt, wir sind da. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe ja mal bei Instagram eine Umfrage gemacht. Da hatten dann knapp 500 Leute Bock drauf, aber natürlich von den 500 Leuten kann man sicher... kann ja nicht jeder kommen. Ach, natürlich nicht. Wir kennen 80.000 Menschen, wo sollen die alle hin? Ne? Aber wenn 10% kommen, dann wäre das schon cool. Alles in Ordnung. Ne? Ja, und wenn es nachher einer ist, ist vor allen Dingen, was geil ist, es lohnt sich ja nicht nur wegen uns, sondern erstmal Lietzdorfer Dorffest, da sind Oldtimer-Trecker, die Mühle läuft, das ist so eine alte, da wird nochmal gezeigt, wie das früher gelaufen ist. Genau. Die machen da schon ein bisschen was hier. Das ist auf jeden Fall eine kleine Reise wert. 26529 Lietzdorf, Dorf. Und nein, am Start. Genau, 265 Lietzdorf. 26529 Lietzdorf. 26529. Adresse Zentrum. Tatsächlich, am Sandkasten heißt die Straße. Blende ich alles ein, hier unten drunter drum, wie auch immer. Und genau. Wetterfee. Ja, und das wollen wir euch mitteilen und ich hoffe, dass ihr Bock drauf habt und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere auch kommt. Und wir stellen, wie gesagt, unsere Maschinen da aus. Ja, also zumindest, ne? Panzer kann ich leider nicht mitnehmen, weil das wird auch zu viel. Aber ich finde es schon cool, dass meine Chefin, die organisiert das so ein bisschen mit und die hat uns da so eine schöne Stellfläche da organisiert. Das ist ganz cool. Und die Kamera kommt auch mit. Ich werde das Ganze so ein bisschen dokumentieren. Wer Bock hat, kann da mit drauf. Wer keinen Bock hat, den schneide ich da raus. Den lassen wir natürlich dann auch in Ruhe. Genau. Und sonst? Stabil. Haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Nächste Woche Samstag. Diese Woche Samstag. Oh Gott. 25.05. um 12 Uhr und 14.30 Uhr. Genau.
Ja. Also, wie gesagt, wir sehen uns Samstag, hoffe ich. Und bis zum nächsten Mal. Bis Samstag. Ciao. Ciao.